Alexander Jorde ist in der Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich würde gerne Ihre Bettwäsche wechseln, wenn das für Sie in Ordnung ist. Gerne. Ja? Jeden Tag erlebt er Notstand in seinem Beruf. Immer positiv denken. 140 zu 95. Das ärgert ihn. Im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit 12 Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan. Es wird mehr Standard da reinkommen. Also ich hoffe, dass wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das kann gar nicht funktionieren. Warum kann es nicht funktionieren? Ja, wie wollen Sie es denn schaffen, dass in 2 Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel. Das wird eine Katastrophe werden. Alexander Jordes Auftritt setzt das Thema Pflegenotstand auf die politische Tagesordnung. Doch was bedeutet es im Alltag für Pfleger und Patienten? Welche Lösungen gibt es? Wir reisen mit dem 21-Jährigen 2 Wochen lang durch die Krankenhäuser, erfahren von unnötigen Todesfällen und finden Hoffnung im Ausland. Mein Ziel war ja, dass dieses Thema angestoßen wird. Und wenn ich im Moment für dieses Thema ein guter Botschafter sein kann, dann mache ich das natürlich. Viele Menschen, die mit Menschen arbeiten, also eigentlich mit die wichtigste Arbeit, die wird in unserem Land gar nicht so richtig honoriert. Und da sollte sich jeder mal Gedanken machen, ob das denn das ist, was er möchte. Für seine Ansichten bekommt er viel Zuspruch, aber auch Kritik. Hast du vor irgendwas Angst? Angst vielleicht selber irgendwann mal pflegebedürftig zu werden, weil in diesem System möchte ich kein Pflegebedürftiger sein. Herzzentrum der Uniklinik Köln. Es wirbt mit Spitzenmedizin, Forschung und Lehre. Und die Pflege der Patienten? Alexander Jorde begleitet die Krankenpflegerin Miriam Heidemann. Was passiert jetzt? Jetzt holen wir einen Patienten ab? Oder? Genau. Ist, denke ich mal, an der Lunge operiert worden. Der ist dort jetzt über eine Nacht überwacht worden. Und jetzt holen wir den einfach dort ab und bringen ihn hier auf Station. Was sind so die Hauptkrankheitsbilder? Viele kriegen Bypässe, kriegen neue Klappen angesetzt. Dann haben wir die Lungen-OPs, sei es Tumore. Herztransplantationen führen wir hier auch durch. Ja, bestimmt einen sehr hohen Pflegeaufwand auch, ja, oder? Definitiv. Ist denn da mal überhaupt genügend Zeit für die auch so psychologisch zu betreuen, wie sie es brauchen? Nein. Miriam Heidemann ist vor 2 Jahren zur Uniklinik Köln gewechselt. Die Zustände im Krankenhaus vorher waren unerträglich, sagt sie. Aber auch hier hetzt sie durch den Alltag. Ich bin 532. Miriam, und zwar, ich würde gerne den Herrn Friedrich abholen. Ja, wir kommen nach vorne. Super, danke dir. Viele Krankmeldungen. Viele sind dann dadurch auch so massivst erschöpft, dass natürlich 2, 3 Leute sich gleichzeitig krank gemeldet haben. Dann dementsprechend waren wir so unterbesetzt. Dann kommen natürlich hier und da immer noch Notfälle, Risikopatienten, dann die ganzen Klingeln, die ganzen Angehörigen. Es kommt dann so viel Last auf einen, dann stehst du dann manchmal da und du weißt gar nicht mehr, wo rechts und links ist und weißt einfach nicht mehr, was du machen sollst. Ne? Herr Jorde läuft auch neben uns. Fahren mit dem Aufzug. Alles in Ordnung bei Ihnen, Herr Friedrich? In diesem Jahr haben wir auch wieder mehrere gekündigt, weil die einfach sagen, ich kann nicht mehr. Hier auf Miriam Heidemanns Station sollen sich Patienten nach schwierigen Eingriffen erholen. Achim Friedrich hat eine Lungenoperation hinter sich. Ich weiß jetzt ganz genau, okay, ich kriege jetzt noch einen intensiven, ich muss noch ausarbeiten, ich muss noch Medikamente vorbereiten. Also ich weiß schon, was ich jetzt noch zu tun habe und dass ich ein bisschen unter Druck stehe und dementsprechend nicht immer hier ganz ausreichend nebenstehen kann und alles schön ausführlich erklären kann, wie man es eigentlich möchte. Das ist in so einer Krankheitssituation nicht so das, was man sich wünscht. Es tut mir natürlich leid. 3-2 mehr, Malo. Es tut mir leid, ich weiß gerade nicht, wo die Marie ist. Ich habe keine Ahnung. Und im Moment kann keiner irgendwie ans Telefon gehen. 1,5 Stunden pro Schicht sitzt Miriam Heidemann über den Dokumentationen. Alles per Hand. Zeit, die ihr für den Patienten fehlt. In dieser ganzen Hektik, man merkt ja, das ist alles so relativ schnell und so, geht da auch mal was schief.
oder was verloren auch. Wir sind auch Menschen. Ne? Man hat seine Aufgabenverteilung, aber wie ihr mitbekommt, es wird die halt immer wieder unterbrochen. Immer und immer wieder. So. Davon bekommen wir jetzt eine halbe Ampulle. Ich muss wieder in Medi raum, weil wieder eine Akte fertig ist. Hallo. Ja, morgen werden Sie ja entlassen, Herr Horten. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute, dass alles so gut klappt, wie Sie sich das vorstellen und wieder in den normalen Alltag reinkommen. Super, danke. Ja? Gut. Vielen Dank. Danke, auch gerne. Ich wünsche mir einfach nur, dass man diese Arbeit auch dementsprechend, ja, würdevoller machen kann. Ja. Weil gerade unser Job besteht ja aus Kommunikation. Und nicht nur körperlich soll geheilt werden, sondern es muss ja auch die Seele muss ja auch sich wohlfühlen und geborgen fühlen und gesund sein. Und das muss alles zusammenhängen, ja. Was sagt die Leitung des Hauses dazu? Im Krankenhaus gibt es ja de facto keine Vorgaben, wie viele Patienten maximal von einer Pflegekraft betreut werden müssen. In einem möchte ich wieder schön, wir haben viel geregelt in Deutschland, weil wir nirgendwo geregelt, in keiner Branche, wie viel Personal wo einzusetzen ist, außer in Kindertagesstätten. Das Problem ist nur, unter den Bedingungen lässt sich der Beruf nicht so schön, wie er eigentlich ist, durchführen. Ja, also wir wissen selber, dass es ziemlich viele freie Stellen gibt, die im Moment nicht besetzbar sind. Selbst wir haben mittlerweile Probleme, Personal zu finden. Das ist ja eigentlich das große Problem, dass viele Pflegekräfte nach relativ kurzer Zeit aus dem Beruf wieder aussteigen. Und da müssen wir halt ansetzen an dieser Stelle, dass halt die Situation vor Ort verbessert wird. Ja. Und irgendwie muss die Politik das ja regulieren und es muss sich ja was ändern. Für mein persönliches Empfinden ist in den letzten Jahren Pflege schlecht geredet worden. Es wird nur immer in der Öffentlichkeit gesagt, die ist überlastet, was sicherlich der Fall ist. Schlecht bezahlt und es ist nie was Positives rübergekommen. Fest steht, die Hilferufe aus den Krankenhäusern nehmen zu. Fahrt zur Uniklinik Ulm. Von dort hatte die OP-Schwester Jana Langer Anfang 2017 Alarm geschlagen. Mit einem Brandbrief an Angela Merkel. Wir sind nur noch Verwalter des Elends, schrieb sie offen und sprach damit vielen Pflegekräften aus der Seele. Jana Langer ist ein sehr positives Beispiel. Also sie sagt ja wirklich ganz konkret, was sie stört, was sie auch in ihrer Zeit im OP erlebt hat und was sich ändern muss. Und wenn jeder so offen darüber sprechen würde, ich glaube, dann hätten wir auch einen viel größeren Effekt. Hallo. Hallo. Jana, herzlich willkommen. Du hast ja auch schon mal Richtung Merkel geschossen. Aber ja, aber das war nicht so ganz erfolgbringend, wie du das gemacht hast. Ja, ob es Erfolg bringt, das müssen wir noch mal abwarten. Aber ja, ich hoffe doch. Ich habe die Order, meinen Standort so attraktiv darzustellen. Also ein wunderschönes Gebäude, tolle Architektur. Das ist aber auch ein Problem. Es wird immer in Beton investiert, aber nicht in Köpfe. Meine, was bringt mir ein Krankenhaus, wenn es schön aussieht, aber kein Mensch da ist, der mich pflegt? Jana Langer führt uns zu den Operationssälen. Immer wieder kritisiert sie, dass die Patienten nur noch Wirtschaftsfaktoren seien. Denn die Operationen sind das Lukrative für die Kliniken. Die anschließende Pflege ist es nicht. Merkt man das im OP auch, diese Personalnot, oder ist es nicht so ganz krass wie auf den Stationen? Wir merken diesen Druck von anderer Seite. Das ist dann die Laufzeiten vom OP, die müssen ausgelastet sein. Wenn wir fertig sind in einem Saal und es steht noch irgendeine OP aus, dann muss die gemacht werden, dann rennen wir halt zum nächsten Saal. Und der Druck, also das muss alles schnell gehen, die Zeiten müssen passen. Wenn da irgendwie 5 Minuten jemand bei was länger braucht, dann wird da hinterfragt. Die Patientenvorbereitung ist nicht mehr die, wie es früher war. Die Patienten kommen nicht einen Tag vorher meistens zur OP, sondern die kommen am selben Tag. Da fehlt es oft an der Hygiene. Also es kommt schon häufig vor, dass die Patienten nicht nüchtern sind, ihre ganzen Prothesen noch dran haben, Schmuck noch dran haben, nicht rasiert sind, nicht gewaschen sind. Also das ist schon, das nimmt immer mehr zu. In Deutschland wird so häufig operiert wie in kaum einer anderen Industrienation. Die Pflege der Patienten bleibe dabei auf der Strecke, sagt Jana Langer. Schuld sei das Abrechnungssystem. In sämtlichen Kalkulationen sind wir praktisch nur Kostenfaktoren. Und
Insofern sind wir halt nicht rentabel. Deswegen hat man die Ärzte auch aufgebaut und das Pflegepersonal eben nicht. Die stillen Helden, Frau Merkel uns genannt. Fand ich super. Die stillen Helden. Sie sind es oft nicht gewohnt, ihre eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen. Dabei ist ihre Arbeitsbelastung gestiegen. Was ich immer nicht verstehe, wenn jeder sagen würde, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, ich halte meine Pausen ein, ich gehe pünktlich, ich komme pünktlich und ich habe mein Frei, wenn ich mein Frei habe. Dann würden die auf einmal sehen, was da für ein Riesenberg an Arbeit sich anstapeln würde. Das liegt, glaube ich, auch an der Charaktere der Menschen, ja, dass sie für ihre eigenen Bedürfnisse extrem wenig tun. Ja. Mhm. Die tun viel für andere, die arbeiten sich die Arme aus dem Leib, ja, aber für sich selber mal gerade zu stehen. Man muss da einfach nur mal das tun, wofür man auch bezahlt wird, und schon würde das System zusammenbrechen. Das darf doch eigentlich nicht sein. Ja, das stimmt. Wir versuchen in Berlin einen Termin zu bekommen. Im Kanzleramt und im Gesundheitsministerium. Tausende Pflegestellen fehlen in Deutschlands Krankenhäusern. Was tut die Politik? Auf bestimmten Stationen soll jetzt aufgestockt werden. Die Krankenhäuser und Krankenkassen dürfen bis Mitte 2018 selbstbestimmt dafür eine Regelung finden. Reicht das? Einen Gesprächstermin bekommen wir nicht. Wir haben so ein schönes Plakat, da steht drauf: Wir stärken die Pflege. Wir brauchen gesetzliche Vorgaben, dass zum Beispiel auf den normalen Stationen auch eine bestimmte Grenze eingezogen wird, wie viele Patienten maximal von einer Pflegekraft betreut werden dürfen. Und das wird seit ewigen Jahren verschlafen. Es muss jetzt was passieren. Auf gesetzlicher Ebene muss was passieren. Die Pflege braucht eine Lobby, die Pflege braucht gesetzliche Regulierung und nicht nur Plakate, die so ein bisschen Heuchelei darstellen. Krankenpfleger der Berliner Charité wollten nicht länger auf die Politik warten. Mehrfach haben sie gestreikt und einen bundesweit einmaligen Tarifvertrag ausgehandelt. Darin geht es nicht um eine bessere Bezahlung, sondern um die Mindestbesetzung in der Pflege auf den Stationen. Alexander Jorde trifft einige der Streikenden vor der Klinik. Ich glaube, der Streik an der Charité war so der mit am größten auch die Wellen geschlagen hat. Vor ein paar Jahren waren wir noch alleine. Jetzt haben wir eine bundesweite Bewegung und ich glaube, dass in der Politik mittlerweile halt eben auch genügend Sensibilität da ist, dass was gemacht werden muss. Weil letztendlich brauchst du eine gesetzliche Grundlage. Ja. Ich würde mir tatsächlich eine breitere Masse wünschen, dass Ärzte sich öffentlich auch zu ihrem Druck, den sie erleben, bekennen und Seite an Seite mit uns für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir Unterstützung im Streik bekommen haben, ne? Zum Beispiel vom Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, die Solidaritätserklärungen gemacht haben. Die letzten 20 Jahre Krankenhauspolitik haben die Krankenhäuser auf Wettbewerb getrimmt. Es gibt massive Konkurrenz, es gibt einen massiven Kostendruck und vor allen Dingen massiven Druck, möglichst hohe Erlöse mit möglichst wenig Aufwand zu generieren. Und natürlich gibt es da eine Aufgabe oder eine Verantwortung der Politik, das auf einer grundsätzlichen Ebene politisch von den Rahmenbedingungen her zu verändern. Gerne hätten wir auf einer Station mit Krankenpflegern der Charité gedreht, um uns ein Bild zu machen, was sich hier gerade verändert. Doch die Geschäftsführung will keine erneute Unruhe. Der Druck ist groß. Ja, das Pflegethema ist durchaus angekommen. Und ich glaube, die Pflegenden und die Pflegekräfte werden auch keine Ruhe geben. Aber bei den Strukturen, die wir haben, haben selbst die Ärzte nicht viel zu melden. Es ist also ein Spiel zwischen Funktionären, das sich da abspielt. Der 40. Deutsche Krankenhaustag. Eine Veranstaltung der Klinikbetreiber. Hier treffen sich auch Funktionäre und einflussreiche Lobbyisten. Die Kliniken haben sich immer wieder erfolgreich gewehrt gegen Vorgaben aus der Politik. Sehen sich nicht in der Verantwortung für den Pflegenotstand. Das Thema spielt hier eher am Rande eine Rolle. Wir müssen aufhören, die Situation in den Krankenhäusern schlechter zu reden, als sie ist. Es ist im ureigenen Interesse jedes Krankenhauses, die sich ja im Wettbewerb untereinander befinden, dass die Patientinnen und Patienten sich für uns entscheiden, für dieses Krankenhaus, für das ich dann Verantwortung habe. Und bereits aus diesem Grund
wird ein Krankenhaus alles tun, damit beides funktioniert, nämlich sowohl die medizinische als auch die pflegerische Versorgung. Der Wettbewerb um die Patienten wird immer schärfer. Dabei spielen die Kliniken eine zentrale Rolle für das System der gesundheitlichen Versorgung, nicht der Staat. Denn in Deutschland gilt das Prinzip der Selbstverwaltung. Der Pflegewissenschaftler Frank Weidner kritisiert, dass Krankenkassen, Ärzte und Krankenhäuser an einem Tisch entscheiden. Pflegevertreter dürfen nur beraten. Die Interessen der Pflege und der Patienten fehlt an dem Tisch. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, das will man an dieser Stelle nicht. Und von daher ist das Ergebnis vorgezeichnet. Ich glaube auch, dass die Krankenhäuser viel zu stark auf die Ökonomie schauen und nicht wirklich im Blick haben, eine gute, fachgerechte, pflegerische Versorgung der Patienten. Die Krankenhäuser können meines Erachtens nach so nicht weitermachen. Dramatisch geht es oft nachts zu auf den Stationen. In manchen Krankenhäusern ist eine Pflegekraft allein für 40 Patienten zuständig. Es dauert lange, bis wir eine Klinik finden, die uns Einblicke gewährt. Miriam Jones ist seit 29 Jahren Krankenpflegerin und verdient 1.800 Euro netto. Sie arbeitet auf einer Station, die auch noch 9 Infektionspatienten zu versorgen hat. Darunter Tuberkulose und Krankenhauskeiminfizierte. Das Dumme ist halt, wenn du alleine bist in den Nächten, sagen wir mal, schält jetzt jemand und jetzt ist zum Beispiel einer in der 13, dann muss ich dahin, die Hände desinfizieren, reingehen, mich verkleiden, dann wieder rausgehen, wieder die Hände desinfizieren. Und in der Zeit kann es vorne halt sein, dass da mindestens 5 Schellen sind, die nicht schnell genug drankommen, ja. Wo einer hingestürzt ist, wo einer auf dem Kopf, im Heizkörper, und du kriegst das gar nicht mit. Ne? Also deshalb sind wir jetzt hier auf der Station zu zweit, aber wir müssen nachher noch 2 Stationen zum Lagern abdecken und zum Helfen. Und das sind halt alles Sachen, die eigentlich unmöglich sind zu schaffen. Mhm. Ne? Nicht, weil man es nicht möchte, sondern einfach, weil es menschlich nicht geht. Da kommt ja auch manchmal vor, dass kurzfristig jemand krank wird. Ne? Genau. Und dann ist man hier tatsächlich allein. Genau. Und es ist eben, ich bin schon lange im Dienst, es ist halt keine Nachtwache mehr, es ist teilweise Nachtlauf. Mhm. Das Pendeln zwischen den Infektionspatienten ist zeitaufwendig. Immer muss Miriam Jones abwägen, wer die Pflege jetzt am dringendsten braucht. Ich gehe auch manchmal in die Zimmer und denke, was hat der jetzt für eine Lebensgeschichte? Der bringt ja ganz viel mit sich und das kann ich gar nicht fragen, weil ich nur rein, geht's Ihnen gut, tschüss, wieder raus. Herr Schramm. Der Patient hat den Norovirus, verbunden mit starken Durchfällen. Ja. Hier sind noch einmal Ihre Schmerzmittel. Yeah. Und wieder die Schlaftablette, ja? Ja. Yeah. Okay, entkleiden und wieder rauslaufen. Das kommt dann auch oft dazu, ne? Ja, genau. Oh. Genau. Und auch noch. Wieder die Schleusentür zumachen. Und wieder die Hände desinfizieren. Und die Zahl der älteren, mehrfach erkrankten Patienten steigt seit Jahren an. Alle paar Stunden müssen Bewegungsunfähige im Bett umgelagert werden, sonst liegen sie sich wund. Das geht aber nur zu zweit. In solchen Momenten ist für die anderen Patienten niemand auf der gesamten Station erreichbar. Wir sind ja keine Demenz-WG, was eine sehr gute Einrichtung ist, aber das sind wir nicht. Aber wir haben diese Patienten trotzdem in unserem Alltag zu handeln. Und manchmal haben wir 5 Demente, die schreien hier den ganzen Tag von morgens bis abends. Und das wird immer mehr. Die Patienten können nicht mehr versorgt werden mit dem Personalspiegel. Hallo! Morgen! Wir würden sie gerne einmal drehen, ja? Wir nehmen mal die Bettdecke weg. Das wird kalt. Einen Moment. Einmal zur Camilla, sie fallen nicht raus, ne? Klappt? Schau mal. Ja. Ja?
Verzweifeln Sie manchmal? Ja. Weil ich es so entwürdigend finde, ne? Ja. Entwürdigend für uns als Schwestern. Und auch die Bezahlung ist gegen einen Banker oder wie auch immer, denke ich, ich habe einen Rundumblick zu haben für Menschenleben. Nicht nur die Wirtschaft ist wichtig, auch der Mensch an sich. Und da muss man halt einfach ein bisschen runterschrauben. Ist schon wirklich hart. Niemand möchte in dieser Situation so hilflos sein, weder die Pflegeperson noch die zu Pflegenden. Es ist auch wichtig, den Leuten das zu zeigen, was nachts so abgeht, ne? Ja. Und einfach wirklich jemand, der einen hört. Hat mich gefreut. Ja. Tschüss. 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 Fehlende Pflege kann zum Tod führen. Das erzählen uns einige Krankenpfleger. Nur würden diese Fälle vertuscht. Aber längst seien das keine Einzelfälle mehr. Wir treffen einen erfahrenen Intensivpfleger, der unerkannt bleiben möchte. Den unnötigen Todesfall in seinem Dienst wird er nie vergessen. Als ich in der Intensivpflege begonnen habe, war ich für 2 Patienten zuständig und inzwischen sind wir es bis zu 5 Patienten. Es ist einfach so, dass du für das Überleben und die Therapien verantwortlich bist. Das bedeutet doch bestimmt auch einen enormen psychischen Stress. Ja, der Stress ist enorm hoch und der wächst auch stetig. Es war insgesamt sehr wuselig, so wie man es eigentlich von der Intensivstation gewohnt ist. Und dieser Patient war dann für eine Herzkatheteruntersuchung vorgesehen und sollte schon auf die Station aufgenommen werden, aber zu dem Zeitpunkt war einfach noch kein Platz frei und keine Überwachungsmöglichkeit. Und somit wurde er in einen Nebenraum gestellt, wo im Moment noch Platz war, konnte aber nicht an den Monitor angeschlossen werden und dementsprechend auch nicht überwacht werden. Der Patient war mindestens 30 Minuten alleine. Wie lange er davon auf dem Boden gelegen hat, weiß ich nicht. Und der Patient hatte bereits keinerlei Lebenszeichen mehr und war schon bläulich verfärbt, zyanotisch sagen wir. Sodass wir dann mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen mussten. Das hätte man vermeiden können, wenn zu dem Zeitpunkt das Personal und die Möglichkeiten bestanden hätten, den Patienten an Monitoring anzuschließen und immer wieder in kurzen Abständen zu überwachen. Das lässt einen tagelang nicht schlafen, wenn man nicht weiß, bin ich das jetzt schuld, habe ich das verursacht. Das lässt einen an dem, was man tut, zweifeln, weil ich jetzt damit leben muss, dass ich Ihnen nicht sagen kann, ob ich den Patienten umgebracht habe oder nicht. Ich bin mit diesen Momenten alleine, ja. Und jeder andere Kollege für sich natürlich dementsprechend auch. Seitdem sich das häuft, dass ich den Eindruck habe, dass der Patient geschädigt wurde durch mein Verhalten und meine Arbeitsmöglichkeiten, kann ich bei diesen Gesprächen nicht mehr dabei sein, weil ich das nicht ertrage, die weinenden Familien zu sehen, ohne mit gutem Gewissen sagen zu können, ich war das nicht. Ich habe alles getan. Was können Patienten und ihre Angehörigen tun, um sich bei schlechter Versorgung im Krankenhaus zu wehren? Ein Weg: Bewertungsportale im Netz. Auf so einer Seite fällt uns eine Klinik des Konzerns Helios auf, mit besonders schlechter Bewertung. Das Abschneiden hier deckt sich mit einer großen Krankenhausstudie der Techniker Krankenkasse. Auch hier landet die St. Johannes Klinik in Duisburg auf dem letzten Platz in der Patientenbefragung. Helios schreibt uns, der Konzern lasse seine Patienten selbst anonym Wertungen abgeben. In einem Monat hätten sie eine Weiterempfehlungsrate von 92% erreicht. Wir treffen einige Patienten, die von ihrer Erfahrung in der Duisburger Helios-Klinik berichten wollen. Johannes, ich habe den Umsprung zum St. Helios ja mitbekommen. Gestresstes Personal, ja. Wenig verstanden. Ich merke, dass das Pflegepersonal im Stress ist. Ja, die rennen rein und rennen wieder raus. Ja. Das ist auch mein Eindruck, dass die mit allem überfordert sind, dass sie nicht mehr hingucken, herkommen, die Zeiten passen nicht. Richtig, richtig. Also mein schlimmstes Horrorerlebnis war eine Geschichte mit der Nachtschwester. Die hat mich bis morgens, bis der Tagdienst kam, in meinen Exkrementen liegen lassen. Ach du Scheiße. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Entschuldigung. Ja.
Aber wie fühlt man sich da? Man ist ja eigentlich hilflos. Ja. Total hilflos und ausgeliefert und unwürdig, Menschen unwürdig behandelt. Wie wehren Sie sich gegen das Ganze? Wie wir es gemacht haben, über Portale, über das Internet. Portale, Internet. Ich musste mir das von der Seele schreiben. Das war Ihnen wichtig? Das war mir sehr, sehr wichtig. Und Macht mich natürlich auch irgendwo traurig und enttäuscht zu sehen. Ich gehe in diesen Beruf, ich möchte Menschen helfen und viele Menschen verbinden aber mit Krankenpflege oder mit Krankenhäusern gar nicht mehr irgendwie Hilfe oder Unterstützung, sondern eher Angst. Und so sollte es nicht sein und eigentlich möchte ich den Beruf erlernen, um genau das Gegenteil zu erreichen. Die Helios-Klinik in Duisburg findet in ihren Dokumenten nichts über den geschilderten Fall von fehlender Pflege. Wir erfahren von einer jungen Frau. Frisch operiert bekam sie 2 Tage lang, trotz ärztlicher Verordnung, keine Medikamente und keine Flüssigkeit, erzählt sie. Auch auf einer Station der Duisburger Helios-Klinik. Man hat ja eigentlich auch Vertrauen ins deutsche Gesundheitssystem, denkt man so. Dann liegt man da in der Situation. Ich habe seit Tagen keine Flüssigkeit bekommen. Ja, bei mir war das schon ein bisschen grenzwertig, das Gefühl. Ich selber hatte schon, ich würde nicht sagen aufgegeben, aber ich habe gesagt, okay, dann ist es jetzt so. Also ich hatte auch keine Kraft mehr auf dieses Klingeln und mir anzuhören, jetzt gerade geht nicht oder wir müssen erst. Oder ich habe gesagt, ich komme gleich und dieses angepumpt werden. Man kriegt natürlich auch eine dünne Haut. Ich habe geweint immer wieder. Ne? Und das dauerte und dauerte. Und meine Bettnachbarin hatte Besuch von ihrer Familie. Und sie haben einfach gemerkt, wie ich da auf dem Bett lag und total neben mir war. Ja. Und da ist ihr Sohn raus und hat sich als meinen Mann ausgegeben und hat gesagt, wenn hier nicht gleich was passiert, dann rufe ich die Polizei und gehe zum Anwalt. Ja. Und dann auf einmal ging alles ganz schnell. Wenn ich da schon in meinem Alter so ein bisschen an diesem Tag, wenn ich aufgehe, aber sage, okay, dann ist es jetzt so, dann, könnte ich mir vorstellen, dass ein älterer Mensch denkt, ich möchte jetzt nicht mehr. Dann ist es so, dann gibt es halt keine Flüssigkeit mehr. Vielleicht habe ich das Glück und wach morgen nicht mehr auf. Ne? Und das finde ich so gruselig. Also. Auf Eike Müllers Beschwerdebrief hat die Klinik damals nicht reagiert. Vor die Kamera bekommen wir, trotz mehrfacher Anfragen, niemanden vom Helios-Konzern. Schriftlich erfahren wir, dass laut Dokumentation alles korrekt gelaufen sei. Selbstverständlich können wir, insbesondere nach so langer Zeit, heute nicht kategorisch ausschließen, dass es unabhängig von dieser Dokumentation im Zuge der Therapie zu Fehlern gekommen ist. Deutschland hat viele Krankenhäuser. Insgesamt fast 2000. Die Konkurrenz ist entsprechend groß. Besonders öffentliche Kliniken sind in finanziellen Schwierigkeiten. In der Hand der Länder, Kreise und Städte sind 570 Krankenhäuser. 674 sind frei gemeinnützig, darunter fallen die kirchlichen Träger. Und die größte Anzahl mit 707 Kliniken sind in privater Trägerschaft. Während viele öffentliche Kliniken Verluste schreiben, verdienen private Träger mit der Heilung von Menschen Geld. 2016 machte die Klinikgruppe Sana 90 Millionen Euro Gewinn. Asklepios 192 Millionen Euro Gewinn. Und klare Nummer 1 sind die Helios-Kliniken mit 543 Millionen Euro Gewinn. Profitiert davon auch die Pflege? Wir erhalten Zahlen vom Topverdiener Helios. Hier betreut eine Pflegekraft deutlich mehr Patienten als Krankenpfleger im Durchschnitt. Alexander Jorde ärgert, dass Privatkliniken so hohe Gewinne erzielen können. Da frage ich mich, was ist das für ein System, in dem 500 Millionen Euro einfach aus dem System verschwinden, aber von denen man hätte 10.000 Pflegekräfte einstellen können. Das ist doch pervers. Helios schreibt uns, dass Wirtschaftlichkeit und eine optimale pflegerische Versorgung voneinander abhängen. Außerdem investiere man in Neubauten und Technik. Davon würden Pfleger und Patienten profitieren. Dokumente aus verschiedenen Kliniken, die uns zugespielt werden, zeigen die extreme Situation auf den Stationen. Selten dringen diese Meldungen nach außen. Krankenpfleger schreiben hunderte Überlastungsanzeigen an ihre Vorgesetzten, wenn sie ihre Patienten in Gefahr sehen.
Wir erfahren von einer Krankenpflegerin, die nach einer solchen Überlastungsanzeige eine Abmahnung erhielt. Eine Frechheit ist das. Da ist jemand, der sagt, ich komme hier nicht mehr klar mit der Situation und wendet sich sozusagen erstmal an die Klinikleitung und sagt, hallo, wir brauchen hier Hilfe. Und dann gibt es noch eine Abmahnung. Scheiße ist das. In der Asklepios-Klinik in Göttingen werden auch Suchtkranke betreut, die lange auf ihre Therapie hier warten mussten. Die Krankenpflegerin Ruth Rohrig schrieb an ihre Vorgesetzten, dass es ihr wegen Unterbesetzung unmöglich war, sich angemessen um die Patienten zu kümmern. Und erhielt daraufhin eine Abmahnung. Ich glaube, wir haben uns einfach an einen Modus gewöhnt, ja, dass man immer nur am Hetzen und am Abarbeiten, Abfertigen ist und gar nicht mehr den Patienten im Mittelpunkt hat. Ich finde es auch auf persönlicher Ebene auch einfach respektlos. Also Sie sind ja über 20 Jahre jetzt in diesem Unternehmen. Das ist richtig. Und dann kommt direkt eine Abmahnung. Es herrscht schon die Meinung, ein bisschen resignativ. Man kann ja gegen so einen großen Konzern nichts unternehmen, wenn die Vorgaben so sind, wie sie sind. Aber ich finde, es darf nichts unversucht bleiben im Interesse des Patienten. War da viel Mut erforderlich, um sich gegen so einen großen Konzern zu stellen? Ich habe für mich beschlossen, ich möchte mit diesem Spiel nicht mitspielen, dass es halt immer nur um Gewinnmaximierung geht und der Patient hinten runterfällt. Von Asklepios bekommen wir dazu nur eine schriftliche Stellungnahme. Es gibt bei Asklepios ein sehr breites Meldesystem, um auf besondere Vorkommnisse, Überlastungen oder auch Gefährdungssituationen hinzuweisen. Es ist aus unserer Sicht aber auch klar unzulässig, objektiv falsche und unzulässige Meldungen zu verfassen. Hat Ruth Rohrig eine unzulässige Meldung verfasst? Sie sagt nein. Mit Unterstützung von Verdi wird sie vor Gericht klären, ob ihr Arbeitgeber die Abmahnung zurücknehmen muss. Außer der Uniklinik Göttingen gibt es hier kein Krankenhaus mehr in öffentlicher Trägerschaft. So, wir sind vor allen Dingen Konzerne unterwegs und die wollen 15% Rendite pro Jahr sehen. So, und jetzt kann sich jeder überlegen, wie denn diese Renditeerwartungen und diese Erwartungen von Aktionären erfüllt werden. Zwar stehen auch Kliniken in öffentlicher oder auch kirchlicher Trägerschaft unter einem Druck, an der Personalstelle, also an der Kostenstelle Personal zu drehen. Aber nach unserer Wahrnehmung ist es halt schon so, dass Helios und Asklepios das Ganze auf die Spitze treibt. Also wie viele Schäden müssen denn stattfinden, bevor tatsächlich Bremsen eingebaut werden, sage ich jetzt mal so. Trotz dieser Alarmzeichen, die Politik hält sich bisher zurück und gibt den Kliniken nicht vor, wie viel Pflegepersonal für eine sichere Patientenversorgung nötig ist. Frank Weidner fordert nicht nur mehr Vorgaben, sondern ein grundsätzliches Umdenken. Wo würden Sie vielleicht die Lösung sehen, wie man das Problem angehen könnte und verbessern könnte? Wir brauchen einen Politikwechsel. Es ist nicht mit 1 oder 2 Milliarden mehr getan, das sage ich ganz klar. Ich habe auch den Eindruck, dass die Menschen, etwa die Versicherten, bereit wären, dafür auch mehr Geld zu geben, wenn sie wissen, dass es in der Pflege ankommt. Wir dürfen das, was wir in Deutschland in den Krankenhäusern erleben, nicht als Normalität begreifen. Das ist eine besonders extreme Situation. Und mit der Anschauung in anderen Ländern sieht man einfach, wie es anders geht. Und wenn man dann nach Skandinavien schaut, zum Beispiel auch nach Norwegen schaut, dann sieht man einfach, dadurch, dass man durch ein Krankenhaus durchgeht, dass da eine ganz andere Atmosphäre herrscht. Wir reisen nach Norwegen und wollen uns in der Osloer Universitätsklinik anschauen, wie sich gute Pflege im Krankenhaus auswirkt. In Norwegen gibt es keine Krankenkassen. Der Staat organisiert das Gesundheitswesen und finanziert dies fast komplett durch Steuern. Hier setzt man weniger auf Operationen als auf gute Pflege. Nach einer euroweiten Vergleichsstudie kümmert sich eine Pflegekraft in Belgien um 5 Patienten, wie auch in den Niederlanden. In Griechenland sind es 9. In Deutschland muss eine Pflegekraft 10 Patienten versorgen. In Norwegen dagegen sind es nur 3,5. Die guten Arbeitsbedingungen haben den deutschen Krankenpfleger Kai Hermann vor 13 Jahren nach Oslo gezogen. Eine Rückkehr ist für ihn ausgeschlossen. Hi, Alex. Hi. Ja, Tuden Ramai. Wir sind eine chirurgische Kinderstation. Wir haben 18 Betten. Gibt es eine Obergrenze an Patienten, die man versorgen darf? Also wird da irgendwo eine Grenze eingezogen? Meistens ist es 2:1. 2 Schwestern pro Patient in dem Überwachungszimmer. Und draußen hast du im normalen Frühdienst
3, vielleicht 4 Patienten am Tag. Da muss man nicht lange forschen und zu wissen, dass wenn man mehr Leute für den Patienten hat und mehr Ressourcen hat und Leute hat, die engagiert sind und motiviert sind, dass es dem Patienten dann auch viel besser geht. Dann gehen wir. Teamarbeit ist den Norwegern wichtig. Auf Augenhöhe mit den Ärzten regeln die Krankenpfleger hier den Alltag. Kai Hermann hat sich immer wieder fortbilden können. Vor der Entlassung des jungen Patienten fällt ihm auf, dass das Rezept nicht vollständig ist. Das habe ich zu lange viel, desto ehren. Gülbrand hat ein Rezept von der Ärztin gekriegt, aber die Paracet-Dosierung ist viel zu niedrig, wenn er das zu Hause. Und das hat wahrscheinlich keiner erklärt. Du hast eine Verklärung, oder? Nein. Okay, han war ja 56 Kilo gesandt. Fien Tatu Adi. Sie sind ja eine Quellen für die Leg. Das ist doch korrekt. Ja, der war schon lieb. Hallo, Kompens. Ich glaube, was anders ist, dass die hier einfach mehr Autonomie auch haben und mehr selber auch entscheiden als bei uns. Also, dass die jetzt sagen, ja, der hat das zu wenig. Wir gucken jetzt, dass er das kriegt und sagen dem Arzt Bescheid und sprechen das ab. Aber bei uns wäre es so, dass es der Arzt anordnen muss. Ja, er sieht nie in die Hälfte. Warum macht ihr das zu zweit? Wir müssen im Prinzip checken, dass das richtige Medikament in der richtigen Dosierung, in der richtigen Art und Weise an den Patienten ausgehändigt wird. Und da müssen immer zwei da sein, die dann gucken. Der Stationsalltag ist so geregelt, dass möglichst keine Fehler passieren können. Wir gehen immer zu zweit, weil wir nicht alleine einen Patienten von der Intensivstation abholen. Okay. Deswegen gehe ich mit Lynn-Therese das Kind abholen von der Intensivstation. Ja. Der Düsum Guide on my Fire. Ja, tschüss und Tag für der. Ja, erstmal einen Sprachkurs machen gleich, ne? Ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen, ne? Die Leute haben Spaß bei der Arbeit, so soll es ja eigentlich auch sein. Und vor allem auch, wenn die Leute hier, glaube ich, vernünftig versorgt. Das lässt sich ja kaum vergleichen, ne? Sind hier viele Menschen. Was in Deutschland wie Zukunftsmusik klingt, ist in Norwegen längst gelebte Praxis. Die Digitalisierung. Alle Messwerte gehen direkt ins System rein, dass man im Prinzip Zeit hat, nicht schreiben muss, sondern dass man wirklich Zeit hat, sich um den Patienten zu kümmern. Wenn man das mit uns vergleicht, wir haben ja zig Bögen, die ausgefüllt werden müssen. Wir haben ja praktisch noch nichts digital eigentlich. Was Pflege anbelangt, müssen wir alles noch per Hand sozusagen machen. Die Berichte noch per Hand? Ja, genau. Ach, du, das schreiben wir alles. Noch per Hand. Das kostet natürlich noch mal zusätzlich Zeit. Also, das dauert ja 1 bis 1,5, sogar manchmal 2 Stunden des ganzen Tagesablaufs. Das ist ja nur für Dokumentation noch mal zusätzlich. Ja. Aber das ist auch wichtig, dass das am Ende stimmt. Wie es dem Patienten am Ende geht, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache die Dokumentation stimmt halt. Ne? Das ist so dieses Gesamtkonzept irgendwie. Man sieht hier die Leute in der Klinik, alle lachen irgendwie die ganze Zeit. Das ist ein Idealzustand und für jeden deutschen Krankenpfleger oder deutsche Krankenpflegerin wäre es wahrscheinlich der Traum, sozusagen hier zu arbeiten. Danke für die Zusammenarbeit. Gegenseitige Wertschätzung und Zufriedenheit ist hier im Krankenhaus überall zu spüren. Und das liegt nicht nur an den vergleichsweise hohen Löhnen in Norwegen. In Deutschland wird Krankenpflege häufig so als zuarbeitende Tätigkeit für den Arzt gesehen. Das ist ein Ausbildungsberuf, aber wenn jetzt einer Ingenieur ist oder so, das ist noch was viel Besseres. Wie ist das hier so in der Gesellschaft? Man fühlt sich wertgeschätzt und man fühlt halt im Prinzip auch, dass man seinen Beruf oder seine Profession gewissenhaft ausführen konnte. Mhm. Morgenbesprechung der Krankenpfleger auf der Intensivstation. Auch hier treffen wir eine Deutsche. Schon seit 16 Jahren arbeitet Diana Solms im Rikshospital. Wie viele seid ihr heute in der Schicht? Wir sind knapp 20. Okay, und für wie viele Patienten seid ihr da zuständig? Wenn wir voll belegt sind, 11 Stück. Ah, okay. Gut, das ist ja ausreichende Versorgung, würde ich sagen. Die haben wir. Gut. Auf der Intensivstation fällt uns gleich etwas auf. Es ist ruhig. Alle laufenden Monitore wurden lautlos gestellt, damit die Patienten sich besser erholen können. Was hat der Patient für eine Erkrankung? Der Patient jetzt hier hat eine Lungenerkrankung. Oh, ich darf gerade Freitag. Tiende, gell? Höre Pumaben, höre Pumaben.
Tränen, die einen Gang nicht nutzt. Triffst die Patienten in der schlimmsten Phase in ihrem Leben, halbtot teilweise. Du triffst die Angehörigen in der schlimmsten Phase ihres Lebens. Und da helfen zu können und wirklich 90% wieder in die richtige Richtung zu schicken, macht schon Spaß. Hm. Und für mich der beste Job der Welt. Könntest du dir vorstellen, auch mit einer Versorgung von einer Pflegekraft zu 3 oder 4 Intensivpatienten zu arbeiten? Und wäre es dann auch immer noch der schönste Job unter nee. Den Bedingungen? Nee, das glaube ich nicht. Wenn ich sehe, wie viel an unseren Patienten an Arbeit entsteht, davon 3 Patienten, das ist russisch Roulette mit dem Leben zu spielen. Hm. Aber Alltag in Deutschland? Deswegen bin ich hier. Nee, das ist vielleicht arrogant gesagt, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Der Lungenpatient wird den ganzen Tag nicht aus den Augen gelassen. Meistens ist noch ein zweiter im Raum. Der deutsche Arzt Sören Pischke hält engen Kontakt zu Kollegen in Deutschland und kann sich nur wundern über den anhaltenden Pflegenotstand bei uns. Auch als Mediziner arbeite er lieber unter den Bedingungen in Norwegen. Ich würde sagen, der Erfolg ist gut, besonders natürlich für den Patienten, aber eben auch für die Familie um den Patienten herum, die sicher sein kann, dass ihr Liebster die beste Behandlung bekommt und nicht übersehen wird. Was wäre für Sie der größte Unterschied, wenn Sie wieder zurückgehen würden? Das wäre sicher die Hierarchie, an die ich mich erst mal wieder gewöhnen muss. Also das, was hier besonders positiv erlebt wird von uns auch als Ärzten, ist ja dieses Teamarbeit zwischen Pflegepersonal und Ärzten. Die deutsche Intensivpflegerin Diana Solms ist auch für den Arbeitsschutz in ihrem Bereich zuständig. Jeden Tag überprüft sie die Patienten auf den Stationen, den Schweregrad ihrer Erkrankungen und achtet darauf, dass ausreichend viele Krankenpfleger eingeteilt sind. Die Universitätsklinik Oslo hat ein einfaches Kontrollsystem dafür entwickelt. Zum Schutz ihrer Patienten. Fehlen Pflegekräfte, wird sofort Ersatz angefordert. Und dann kommt jetzt meine Aufgabe. Hier sind jetzt die ganzen Medikamente. Wir haben da eigentlich ein bisschen von den USA gelernt, die wirklich untersucht haben, geforscht haben, was ein gutes Milieu mit einer Patientensicherheit macht. Hast du einen guten Personalschlüssel? Hast du die Sicherheitsmechanismen? Hast du weniger Tote? Patienten. Und ich denke, wenn das kein Wecker ist und der ist eigentlich international zu adoptieren, dann weiß ich nicht. Und von der ökonomischen Seite her denke ich einfach, wenn du Leute hast, die dann krank werden, weil sie nicht mehr können oder Burnout, dann wird man ja auch irgendwann krankgeschrieben. Das kann sich ökonomisch eigentlich nicht rentieren. Weil eine kranke Krankenschwester bringt nichts. Komm. Ich habe mich hier wirklich wohl gefühlt und es reißt einen auch so ein bisschen mit. So alle lächeln, alle sind gut drauf, die Patienten fühlen sich wohl. Und ich glaube, wir sollten uns versuchen, so ein bisschen auch daran zu orientieren. Das ist einfach hier eine gesellschaftliche Frage. Dass der Mensch im Mittelpunkt der Pflege steht und dass wir dafür sorgen und dass wir dann, wenn nötig, auch mehr Geld reinstecken. Ich glaube, dann haben wir in Deutschland auch eine gute Zukunft.